Hallo, guten Morgen, Morning Talk. Heute haben wir, ach, wir haben schon wieder Montag, ja? Der 20.06. Das ist nicht normal, wie schnell der Sonntag gestern rumgegangen ist. Ah. Ich merke jetzt erst, dass das Ding da hinten steht. Egal. Gucke ich mal erstmal, ob es irgendwas Neues gibt. Nein. Machst du Detroit Become Human? Gibt schon die Spielzeit. Jetzt schon. 8 bis 10 Stunden. Ja. Ist nicht viel, aber das ist, glaube ich, normal für solche Art Spiele. Ich habe einen Kommentar bekommen. Ach so. Zu Game of Thrones. Da muss ich noch antworten. Da muss ich noch antworten. Da habe ich gestern keine Zeit mehr gehabt. Puma hat geschrieben. Werde ich nachher antworten, weil das ist ein bisschen länger. Das kann ich jetzt nicht einfach mal so machen. Deswegen erstmal gucken. Ja, ich habe ja Overwatch gestreamt und jetzt habe ich da von dem Stream einen kleinen Ausschnitt genommen, rausgeschnitten, nochmal extra hochgeladen. Könnt ihr euch mal angucken. Das heißt Overwatch Trollbjörn and Team. Da haben wir einfach mal wirklich Scheiße gemacht und es hat funktioniert. Die Fans, also die das gegnerische Team, nicht die Fans, waren sehr begeistert davon, aber ist mir egal. Okay, ich sehe bei meinen Abos jetzt schon Game of Thrones, warum die Folge so episch war, bla, Haufen Bilder von der Folge, sehr toll, wunderbar. Es ist nicht normal. Game of Thrones, das müsstest du normal direkt gucken, wenn sie in Amerika rauskommt. Sofort. Das ist echt nicht normal. Ich denke, das war's sogar schon mit meinen Abos. Ja, bin ich schon durch. Ist ja gar nichts. Jetzt, wo die E3 rum ist, ist nichts mehr los, oder wie? Scheint zumindest so. Was werde ich heute noch machen? Heute werde ich auf jeden Fall noch Game of Thrones gucken. So eine Stunde ungefähr wahrscheinlich. Dann werden wir, der Timo und ich, werden das die Review dazu natürlich noch machen, den Recap. Und dann werde ich heute machen noch mit Overwatch zocken, wie immer. Und werde dann arbeiten gehen heute Abend noch. Ich habe Spätschicht. Ja, das ist mein Plan für heute. Ja, ich habe ein bisschen auf meinem Discord-Channel rumgewerkelt. Also, es würde mich freuen, wenn ein paar Leute noch zu uns stoßen würden. Und zwar gibt es jetzt zum Beispiel. Ach, Moment, das wollte ich ja gucken. Gibt es jetzt ein Level-System auf meinem Server? Es gibt einen Channel, der ist Stammtisch, wo eigentlich so gut wie alle drin waren am Ende. Einfach die, was immer schreiben, die, was immer da sind, pipapo, so halt. Und das habe ich jetzt geändert und zwar gibt es ein Level-System, dass man ab Level 5 in den Bereich kann. Aber das hat gestern nicht so wirklich funktioniert, hat man mir gesagt. Da muss ich jetzt mal gucken, was da ist. Ja, ich sehe das hier. Ab Level 5. Ich bin Level 5. Oder muss ich Level 6 werden? Das habe ich noch nicht. Ich schreibe jetzt einfach mal rein. Moin. Man bekommt Erfahrungspunkte, wenn man schreibt. Bin Level 5. Mir fehlt noch ein bisschen was. Ich bin Platz 1. Ah! Also wie gesagt, würde mich freuen. Discord-Channel findet ihr unten in den Beschreibungen, da könnt ihr direkt zack da drauf. Kann man als Webbrowser, gibt es eine Seite oder als Software. Software würde ich empfehlen, die ist ein bisschen besser. Oder ist es überhaupt an, das mit dem Level-System? Also man kann es zumindest nicht ausmachen. Ja, mal abwarten. Ich lasse es jetzt nochmal so drin. Ja, das ist schon witzig, was man alles so machen kann.
willkommen auf dem Server. So. Ändere ich auch nochmal. Zack. Gut. Ah, mein Handy. Ach, ist ja egal, ich muss halt leiser machen. Ist doch wurscht. Ja, also wie gesagt, Discord ist eine richtig gute Sache. Vor allem ist es kostenlos. Das ist nicht schlecht. Ich gehe gerade mal nochmal durch, ob ich irgendwas verpasst habe, aber. Nö. Bei Rocket Beans, da war Future Club. Das ist, da verarschen sie irgendwie, da machen sie so ähnlich, als würden sie noch im Jahre 96 sein oder so weiter. Und das war beim letzten Mal richtig gut. Jetzt haben sie es nochmal gemacht, neu. Aber das ist, glaube ich, noch nicht draußen. Das würde ich nämlich gerne mal gucken. Weil das war das letzte Mal, war es ziemlich witzig. Der Nachbar bohrt. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Wenn doch, tut es mir leid. Okay, dann gibt es noch... bin ich gerade beim Anime gucken. Dragon Ball Super. Ich habe ja nach 6 Folgen aufgehört, weil ich mir gedacht habe, Alter, so eine Scheiße gucke ich mir nicht an. Tun sie einfach die 2 Filme, die es schon gab, verwursten und nochmal da reinmachen. Jetzt habe ich das zum Glück hinter mir und habe jetzt bin jetzt bei Folge 40. Und... naja, es wird besser, aber da fehlt dieses Epische, wo man gesagt hat, Alter, da ist ein Gegner, der killt einfach alle, das ist dem Scheiß egal. Und so Goku kommt dann halt irgendwann und richtet's. Sowas gibt's da noch nicht. Und irgendwie so ein Arc, wo man sagt, Alter, das geht jetzt 20, 30 Folgen lang, aber dass dann so ein richtig geiles, episches Ding draus wird. Aber sowas kommt vielleicht jetzt, soweit bin ich noch nicht, aber... Folge 47 deutet ja sowas hin, dass da jetzt irgendwas kommt, aber geht vielleicht auch wieder nur 5 Folgen lang und dann war's das. Bin mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Folge 41 kommt heute noch dran. Und dann mal gucken. Ja, und dann gibt's ja noch Orange is the New Black und Better Call Saul Staffel 2 müsste ich auch mal gucken. Geht mal Zeit. Sonst krieg ich das nie hin. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, aber irgendwie... Wochenende war ziemlich öde. Heute ist noch ein bisschen öde, aber ich meine, es ist ja auch noch 10 Uhr morgens, also... So früh kann doch nicht viel passieren. Nee, geht nicht. Ich überlege gerade, aber irgendwie... Nee. Bevor ich jetzt hier nur dumm rumsitze, mache ich jetzt Schluss. Und ja, wie gesagt, Game of Thrones Recap... Kommt sobald wir es geguckt haben. Ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschüss.